Hallo und herzlich willkommen zu Retroplay. Hallöchen! So, Hagen, es ist Zeit mal wieder für die Wissenschaft. Ja, heute ziehen wir voll durch. Genau, und ja. Hier Retroplay ist ja das Format, wo ihr immer was lernen könnt. Mhm. Und wir gehen mal wieder in die Physik, und zwar in die Kernphysik, beziehungsweise eigentlich ist es die Chemie, weil Physik ist ja, wenn wir uns Atomkerne anschauen. Wir gucken uns aber Atome an und damit sind wir in der Chemie. Wir haben uns dazu nämlich vor einiger Zeit, Hagen, was für ein Spiel haben wir uns genau, da vor einiger Zeit? Atomkerne, Physik, Chemie, was? Und dann sagt er, weil ihr wieder was lernen wollt. Mich genau. Hier total verwirren. Gut, also Hagen. Vor einiger Zeit haben wir ein sehr schönes Spiel. Gespielt. Wir haben Spiel. Er hat gelernt. Genau, wir haben gespielt. Ja, das war das, wo ich das mit den Orbitalen und den Aufenthaltswahrscheinlichkeitsorten erklärt hatte, nämlich Atomino. Ein sehr, sehr schönes Puzzlespiel von Playbyte, einem Label von Bluebyte und Blödbyte. Und da ist Blutbyte. Ja. Atomino jedenfalls. Ja. Aber darum soll es diesmal nicht gehen. Nein. Denn Atomino wird sich schaffen. Dann wirft er mich direkt hinterher. Also. Du hast es aber schon erkannt, gell? Es war kurz davor. Denn Blutbyte ist. Atomino ist. 1991 und kurz davor erschienen von Talion, einer anderen Amiga, großen Amiga-Publisher, Atomix, das ist von 1990. Also insofern keine Ahnung, ob das wirklich nacheinander entwickelt wurde oder parallel entwickelt wurde und kurz danach, also zumindest mal lag das mit den Atomen offensichtlich in der Luft. Und das ist ein Puzzlespiel, wo es auch darum geht, Atome zusammenzusetzen, aber anders als bei Atomino. Und wie anders, Hagen, würde ich sagen? Das sehen wir jetzt. Genau. Viel Spaß. Atomix. Also, jetzt geht's um Chemie. Nicht um Physik. Nee, weil wir reden ja nicht über Atomkerne, Kerne, sondern über Atome und Moleküle. Und das ist Chemie. Ja, Atome und Moleküle in eine gute Frage. Mhm. Sind das dann die Pro- oder die Neutronen? Oder beides? Das sind ja Teile in den Atomen, aber Also wir sind doch draußen auf den Schalen. Also wir sind auch mit Protonen und Neutronen, aber nicht mit Quarks. Also jedenfalls, es geht um Atomix und da müssen wir jetzt Atome zu Molekülen zusammenstellen und zwar an Elektronenbindungen und so weiter. Kommen hier weiter, wir müssen fertig werden. Also, so sieht es von hinten aus. Genau. Und die Hersteller hatten endlich mal Mitleid mit dem Dennis und haben gesagt, okay, mal nix mit Grün und endlich mal ein kamerafreundliches Orange. Heft. Genau. Ja, mit allen informativen Grafiken und alles ist da schon draußen. Alles, was man braucht, ja, Atomix. Genau, es gibt Ingredients, bla, also das Handbuch hat 5 Seiten in 10 Sprachen. Du kannst es so, wie es ist, in die Schachtel legen. Genau. Und dazu gibt es die dazugehörige Diskette noch in Frischhaltefolie. Genau. Ja, damit die auch morgen noch eingefroren werden können. Damit wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Genau. Nee, die werden eingefroren. Ich bin aber überhaupt keine Gefängnisse. Immer in den ganzen Thrillern sind die Disketten immer in so einem Wickelfolie im Eisfach. Und ich denke mir jedes Mal, diese Diskette überlebt da genau eine halbe Stunde. Ja. Und dann ist sie nur noch eine halbe Stunde. Und dann ist die Diskette. Was ich noch ganz interessant finde auf der Verpackung: Coming soon, Dragonflight. Im September kommt Dragonflight und wir haben September. Durch Zufall haben wir was vorbereitet. Das ist dann das Spiel, was danach kam. Dragonflight, ein cooles Rollenspiel von Talion. Talion ja eine Firma, die auf dem Amiga groß geworden ist und leider auf dem Amiga durch Raubkopien auch dann gestorben ist. Aber sehr coole Spiele und das ist der Vorgänger von Amberstar. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, Talion, Amberstar, Chaga. Genau. Ja.
So, und dann schauen wir es, bevor wir jetzt loslegen, denn es geht ja jetzt, wird ja wieder wissenschaftlich, da muss ich jetzt hier wieder Ich habe da mal was vorbereitet und ich habe fest, ich habe noch was vergessen. Jetzt sagen, hilf mir mal mit dem Kabel. Hilf mir mit dem Kabel? Das hat eine Länge von 2 Metern. Was soll ich da helfen? Wo habe ich es denn? Er hat da mal was vorbereitet. So merkt mir das. So, ich muss gleich hinterherlaufen. Der Bursche geht immer weiter weg. Also nur, ihr kennt ja von der Studiotour, die ihr natürlich gesehen habt, ihr kennt schon diese Tür. Dahinter ist der Requisitenraum. Um es mal so zu sagen. Also im normalen Haushalt sagt man einfach der Abstell- und Werkraum. Aber hier ist der Requisitenraum. Und ich finde die Requisite nicht. Und er findet die Requisite nicht. Dann nehmen wir diese Requisite. Er nimmt einfach irgendeine Requisite. So. Nein, also Profi ist, wer Profi denkt, ne? So, ja. Also jetzt gehen wir mal hier. Gehen wir das mal wissenschaftlich anhaken. So, damit das auch mal. Deine Brille spiegelt, darf ich dir das sagen? Normalerweise sagt er das mir, weißt du so. Aber jetzt darf ich es auch mal sagen. Du musst immer hochgucken. Hoch oder runter. Und runter, genau. Okay. Haken. Ja, also jetzt einmal. Können wir jetzt mal. Findest du den Joystick hier noch? Gehen wir mal. So. Nehmen wir es lieber mal auf die Seite. Genau. Also Schutzbrille, Laborkittel und dann geht's los mit Atomix. Und wir sehen hier Loading. Erledigt. Oh, und jetzt kommt das Talion-Intro. In bunt. Spannung. Und an der Musik hört man auch, wo Talion eigentlich herkommt. Last Ninja. Ne, die kommen nämlich eigentlich vom Atari ST und sind dann auf den Amiga gewechselt. Und der Musiker von Talion, die waren den Atari Soundchip gewöhnt. Deswegen, das klingt so ein bisschen Amiga untypisch. Last Ninja, es tut mir leid. So. Ja, das war ja ähnlich. Also jedenfalls, also ja, es hat was davon. So, wir klicken jetzt mal Feuer, dann geht es nämlich weiter. Und es wird heute irgendwie halt. Ich habe heute schon den ganzen Tag Spaß. Ja, ihr hoffentlich auch. Ja, ich hoffe für euch, ihr habt mit mir Spaß. Sonst habt nur ich hier Spaß. So, Atomix. Also, ja. Oder Atomic, da steht Atomic. Das oder? Heißt aber auf der Schachtel Atomix. Genau. Ich glaube, die haben aber das Atomic. I und das X gemischt. Das könnte sein. Und zwar, wen sehen wir dort? Den Dietmar, den Peter und den Dieter. Nein, ist der Albert. Da oben ist der Albert. Ja. Genau. Albert Einstein. Ja. Der ist natürlich Physiker. Ja. Deswegen war ich so irritiert. Ja. Aber das passt ja gar nicht, weil das ist ja Chemie. Aber weil ist keine jetzt, Kerne, ja. Ist ja auch jetzt wurscht. Und man kann hier One- oder Two-Player, guck doch mal in der Anleitung, Hagen, du hast doch die Anleitung. Steht da was von... Die 5 Seiten mit 10 Sprachen-Anleitung. Genau. Also. Wollen wir 1 oder 2 Spieler? Oder wir machen fang doch mal klein wir an. Wir machen mal einen Spieler und du hilfst mir. Genau, mach doch sowas. Genau, also es geht darum... Ich räum das jetzt weg, das stört mich hier. Fang. Es geht darum, wir müssen zunehmend komplexere Atome zusammenbauen. Und ich erkläre es mal am ersten Level, Loading. Da ist noch relativ einfach. Normal. Hast du gewählt, ne? Ja. Genau, es gibt es mit Zeitbegrenzung und die Schwierigkeit verändert, glaube ich, einfach die Zeit, die man hat. Ah, okay. Na gut, und wie man das umstellt, ja. Weiß ich nicht. Du hast ja nicht in der Anleitung geguckt. So, im ersten Level müssen wir nämlich ein Wasserstoffatom zusammensetzen. Das wird auch ein Wasseratom. Hier. Sagen, ich wollte Molecule H2O. Water. Das kommt mir bekannt vor. So, und der Punkt ist... Ja. Du kannst die bewegen, aber... Nur bis zum Ende der Dings, genau. So, und jetzt muss man es so hinkriegen, dass man... Das kenne ich. Tatsächlich, das kenne ich. Das ist ja toll. ...so bastelt, dass man es dann zusammensetzen kann. Hast du schon geübt oder hast du das hier so im Blick? Das ist doch ganz einfach, Hagen. Nein, der erste Level ist ja noch einfach. Beim zweiten wird es jetzt komplizierter. Da musst du mir jetzt helfen.
So, also. An welche Ecke willst du es denn zusammenbasteln? Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie hier wäre vielleicht ganz clever. Du musst eigentlich den blauen, den musst du da unten, damit du nach oben fahren kannst, oder? So, den, aber dafür muss ich den hier nach rechts. Ja. Erstmal. Und dann würde ich den grauen nach unten und nach rechts, oder? Also ich muss den ja den. Du nicht hoch. Ich den muss den da hinkriegen. Welchen? Den da. Ja, dann mach das doch. Muss ich da hinkriegen. Aber dafür müsste ich ja irgendwie in hier bremsen. Das heißt, wenn ich jetzt so. Nee, geht auch nicht. So. Ja. Jetzt kriege ich ihn aber nicht hoch. Das kommentiere ich lieber nicht. Ich kriege ihn nicht hoch, Hagen. Nee. Nee? Nee, weil du links den Haar, den unten, kriegst du nicht mehr raus. Krieg ich nicht mehr raus? Kriegst du nicht mehr raus. Du meinst, ich habe jetzt verkackt? Ja, wobei den oberen Haar, den Haar könntest du nach links schieben, dann kriegst du eins höher. Und den mittleren nach rechts und den da unten eins hoch. Dann hast du ihn zumindest genau. Mhm. Ja. Also der hat jetzt schon mal die richtige Position. So, und wenn ich den da und den hier, dann kann ich nämlich den da hoch, dann hat er nämlich auch die richtige Position. Und den, ich glaube, da links wäre es cooler gewesen. Genau so. Jetzt kannst du das Ding nach links schieben. Timeout. Also in einer Minute finde ich das ganz schön knackig. Ja. Also der Schwierigkeitsgrad ist ja schon... Zweiter Level ist schon knackig. Sollen wir jetzt nochmal... Wie viele Level gibt es im ganzen? 500? Ich habe keine Ahnung. Das steigt vermutlich exponentiell. Type Name and press Return. Press einfach Return, da brauchst du nicht zu typen. Ich habe ja auch keine Highscore. Guck doch mal, ob man es einfacher stellen kann. Guck doch mal in der Anleitung, Hagen. Du wie sehr dusselige Anleitung. Doch bestimmt mit irgendeiner Taste. Achso, wenn du im Zwei-Spieler-Modus machst, hat jeder nur 30 Sekunden Zeit. Achso, ja, dann. Ja, weil dann ein bisschen schwieriger wird. Muss doch hier irgendwo stehen. Was müsst ihr denn wissen? Ja, wie man die Schwierigkeit verändert. Das geht nicht. Dafür muss er das da rechts bewegen. Es geht doch bestimmt eine F-Taste. F da hier oben. F3 oder F4. Ganz oben. Jetzt fehlt eine Überschrift. Super. Ja. Ja. Okay. Dann spielen wir jetzt mal auf einfach. Jetzt musst du wieder den ersten auch mitspielen. Ich glaube ja, aber der geht ja schnell. Also noch nicht mal mit Passwort. Nee. Also nicht, dass ich habe jetzt kein Passwort gekriegt eben. Nee. Also richtig gute Spiele haben ja ein Passwort. Oder speichern. Aber ja. Wenn sie nicht speichern, dann halt mit Passwort. Ja. Damit du es auch immer noch dann hinkriegst. Wisst ihr, jetzt haben wir nämlich... Ging diesmal schneller. Wir hatten mehr Restzeit. So, Hagen, jetzt, was machen wir? Den hier, also der muss ja erstmal hier, da geht es ja nicht viel anders als so. Ja. So, und den, wir müssen erstmal gucken, dass wir das hier links irgendwie sinnvoll hinkriegen. Genau, den nach links, eins nach links. So. So, und jetzt den nach links und wird nix. So, und jetzt müsste, der muss ja dahin, oder? Ja. Also so und den kriegst du nicht runter, oder? Doch so. Und dann kann ich ihn zum Schluss von der Seite ranfahren, theoretisch. Ja. Und den kannst du nach links, nach unten und nach rechts fahren. Oder kannst du auch da sitzen lassen?
erstmal. Genau, und jetzt fährst du das C runter, nach links, nach oben und nach rechts. Jetzt nach links? Nee, ich würde erstmal den. Nee, dann kannst du es wieder nicht mehr. Wieso? Dann kriege ich ihn noch in die richtige Position. Dann mach es. Jetzt steht er nämlich schon mal richtig. Jetzt fährst du nach rechts und hoch. Ich hätte ihn da links bei dem Eck einfach hochgefahren. So kriegst du es auch hin, ja. Warte mal. Jetzt schieb mal das untere Haar nach links. Das da? Ja. Also ich würde versuchen, das C hier hochzukriegen. Dann kannst du nämlich das nach da schieben. Dann müsste ich so machen. Nee, das C nochmal nach rechts, das Haar nach unten eins. Ah, dann kriegen wir es nicht mehr hoch. Ne? Doch so, genau. So, und jetzt nach da und jetzt nach oben. Jetzt eins nach rechts. Ja, genau. Und jetzt das Haar, das linke, hoch. Nee, da rechts hoch. Du hast nur noch 10 Sekunden Zeit. Das ist ja echt bockenschwer. Und das ist easy, gell? Das war easy, ja. Ja, okay. Ich habe das schon mal hingekriegt, irgendwie vor langer Zeit, aber zweiter Level. Wollen wir nicht, du hast doch bestimmt den Code für den 400. Level. Es gibt oder doch so keinen Code, Hagen. Ach so, Mist. Ich wollte jetzt cheaten, dass wir mal einen echten schweren Level sehen, mit irgendwie 10 Atomen oder so. Wir werden ja wohl Methan hinkriegen, Hagen. Ach, das war Methan? Ja. H4C? CH4. So. Methan. Okay. Stand das da? Ja. CH3OH ist Methanol. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das Zeug, wo man blind von wird. Genau. Das habe ich mir gemerkt. C2H6O. Wenn man Alkohol nicht kann, dann macht man Methanol und dann wird man blind von. C2H6OH ist Ethanol, oder? War Ethanol das, wo man blind von wird? Nee, Ethanol ist Alkohol. Ist der normale, Trinkalkohol. Ja. Und der hat 2 Kohlenstoffatome. Und eine OH. Alkohol hat immer ein OH. Und dann müssten das noch zusätzlich 6 Wasserstoffatome sein. Dann müsste das C2H6OH sein. Glaube ich. Methan, du hast recht. So, das ist Methan. So, jetzt nochmal überlegen. Ist das die richtige Stelle, um du das kannst sie auch, also Platz wäre außerdem noch eins weiter rechts oder 2 weiter links, unter dem H. Da würde sie auch hinpassen. Wo soll ich es hinmachen? Also ich hier oder da, hätte ich gesagt. Ja. Dann machen wir es doch. So, das heißt nur, um das C-Atom und das Kohlenstoffatom da hinzubekommen, müsste ja hier irgendwas sein, damit das funktioniert. Das heißt, wenn ich so und so und so und jetzt den nächsten von rechts sehen, den? Wir brauchen den Wechsel, den Anschlussjoker. What?
glaube, das ist... Das wird nichts. Ich bin fasziniert. Jetzt das unten, nee, das H unten das H muss hoch. Doch, doch, es geht, es geht. Ja. Das jetzt ganz hoch, das mittlere Haar nach rechts, das obere Haar nach links und runter. Das? Nee, genau das, das, nee, das war schon richtig, setz das richtig an. So, das da, das oben Haar nach links und runter fahren. Nach runter und jetzt kannst du es nach rechts fahren. So, jetzt ist es schon mal wieder im, da wo es hin muss. Und das, genau, und dann kannst du das hoch und nach rechts, jetzt schon nach rechts, genau, und das nach da, das da nach rechts und das, das runter. Das runter, nein, das nach links, das runter, schnell, das runter, das nach rechts und das hoch, 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 hoch. Ich kann nicht. Ah, das war so ein Mühe, so ein Mühe. Das halt, nee, anklicken, das rechts runter. Ja, das runter, das rechts rüber. Guck mal, geht doch. Und wir haben noch eine Minute übrig. Ja, kein Wunder. Das kann ich, was du hast.